Ich mache in den nächsten Tagen Hausbesuch im regionalen Alters- und Pflegezentrum Feldheim in Reiden. Dort gehe ich ein bisschen schnuppern, wie es da wird sein, wenn ich mal ein bisschen älter bin. Das Feldheim gibt es seit dem Jahr 1990. Dann ist die erste Etappe fertig geworden. Seither ist das Feldheim immer wieder gewachsen. Im Moment wohne ich im Altersheim 12 Männer und 38 Frauen, im Pflegeheim 32 Männer und 68 Frauen. Arbeiten dort insgesamt 220 Mitarbeiter. Das Feldheim ist damit der grösste Arbeitgeber in Reiden. Dora Weiss, eine von zwei Pflegedienstleiterinnen, begrüßt mich in meinem neuen Zuhause. Sie ist im Feldheim zuständig für die Bewohner und ihre Angehörigen. Sie nimmt mich gerade mit auf eine Hausführung. Zuerst zeigt sie mir das Wichtigste, die Küche. Dort sind der Küchenchef Roland Egli und seine Crew gerade dran, das Mittagessen zu kochen. Insgesamt gehören 18 Leute zum Team von Roland Egli. Ich glaube, ich werde hier ein paar Tage lang verwöhnt werden. Schmecken tut das am Anfang sehr gut. Als nächstes zeigt mir Dora Weiss den Demenzgarten. Der ist zwar sehr schön gemacht, trotzdem hoffe ich, dass ich den selber nie werde brauchen. Schön wär's, wenn ich auch mit Hunderten noch so zweig wäre wie die Altishoferin Josie Diesler. Sie ist die zweitälteste Bewohnerin vom Feldheim und geistig topfit. Sie wird mir dann vielleicht sogar noch das Jassen richtig beibringen, auch wenn das ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen ist. Ich hocke immer mal hin, um ein bisschen zuzuschauen. Zeit habe ich hier im Feldheim ja genug. Dann machen wir uns langsam auf den Weg in mein Zimmer. Unterwegs schaue ich mit der Dora Weiss noch in die Aktivierungstherapie rein. Indem, dass die Bewohnerinnen und Bewohner etwas zu tun haben, kommt ihr Leben hier im Feldheim ein bisschen Struktur über. Auch körperlich und geistig bleibe ich so länger fit. Angeboten werden Beschäftigungen wie Handarbeit, Malen, Spielen oder wie es die Gruppe jetzt gerade macht, Kochen. Und dann geht es zwei Stockwerke runter. Ich bin auch gespannt darauf, wie mein Zimmer aussieht. Ob es eins mit Blick auf die wunderschöne Kommende ist, da würde ich mich als Reiter sicher gerade daheim fühlen. Und tatsächlich, von meinem kleinen Balkon aus sehe ich direkt an die Kommende an. Und die Gartenbeiz sehe ich auch noch gerade. Ich glaube, das kommt gut. Das Beste an meinem Zimmer ist aber natürlich das per Knopfdruck verstellbare Bett. Langweilig? Nein, wird es mir hier sicher nicht. Tipptopp.